So, howdy ho, meine Creepy-Fans. Ich bin's, euer Raven der Creep. Heute mal wieder als Cat Strike unterwegs. Und ja, die bitterböse Katze der Gerechtigkeit, ja, ist mal wieder auf irgendeiner Con. Aber das ist die RPC 2018 in Köln, Messe Deutz. Und ja, ich filme heute ein bisschen was für euch. Wieder eine ConView, kam schon lange nicht mehr dieses Format auf meinen Kanal hoch und ja, sorry für mein Deutsch, ich bin gerade ein bisschen außer Puste, weil guck mal, wie ich rumlaufe und das im Hochsommer, also es fühlt sich zumindest an wie Hochsommer. Okay, also, was es hier zu sehen gibt, werdet ihr gleich sehen, weil ich laufe jetzt wie immer rum, spiele noch ein bisschen Pokémon Go dabei und nehmt euch mal auf diese epische Reise mit. Übrigens, ich werde jetzt aufhören, Raven zu sein und bin nur noch Cat Strike. Wird mich dann verhalten wie Cat Strike und ja, so aussehen wie Cat Strike. Bis gleich nach dem Intro. Hier hätten wir Deadpool. Na, wie geht's dir, Wade? Alles geil hier. Ach, wirklich? Was hast du angestellt? Ich? Gar nichts. Und was machen die Toten da hinten? Bitte? Und was machen die ganzen Toten da hinten? Ich hoffe nicht. Nein. Okay. Auf jeden Fall cooles Cosplay. Ich liebe Deadpool. Und nicht vergessen, wer dich befragt hat. Raven Dark Reef. Wer? Kenn ich nicht. Sorry. Kennt keiner. Das ist normal bei mir. Ich bin nicht Fame. Nein, überhaupt nicht. No facts. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean, I'm relentless. No promotion, still progressing, overdosing on these lessons. And these words my only weapon, cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension, need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed, on this grind you always stress. So I work harder than the rest, that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. So watch me. This beat got me aggressive, got me on the straight offensive. You can't stop this train from wrenching, cause it runs without an engine. But when did I fail to mention that I need all your attention? Cause we're failing in retention, listen up or just forget it. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that's neglected to hear something they connect with. So I use my only method, all these words that I've invested. I don't hope that they're impressive, I just hope that they're effective. Yeah.
I swear to God, if you want it, then you got to get it. Cause when I'm on my deathbed, no, I will not regret it. You only got one life, one shot, don't let it slip away. Today, get up and make a big change, huh? You decide your own future, a winner or a loser. A headline or a rumor, on the bench or a shooter. Superstar or recruiter, defensive prosecutor. Just living a consumer, or will you be a producer? If you think you have a dream, go capture it, go activate. Get off your ass and take some action, bitch. Start acting like you want this shit, cause passion ain't compassionate. Too many people want this shit, it's not enough. You're talented, you have to fucking grab it. I'm sick of being adequate, another college graduate. Just looking for an advocate to hire me to pack your shit. You want it, take a stab at it. You need it, then get after it. These people, they don't matter shit, yeah. Just block them out and capture it. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell, yeah. I don't ever doubt myself, I can count on no one else. And I do not need your help, I was told to show, not tell. So watch me. Es ist ziemlich klein, also es ist zwar in den Hallen von der Gamescom, Köln, Messe, Deutz, aber irgendwie ist es verdammt klein hier. Es gibt nur, glaube ich, 2-3 Hallen, mehr auch nicht. Hab's mir schon ein bisschen größer vorgestellt. Raven auch. Und hier, dein Online-Shop, achso. Nee, Schwerter sind jetzt nicht so meins. Ich bevorzuge genug Krallen. Und ich stehe heimlich auf Catwoman. Eine Sailor Moon, glaube ich zumindest. Da haben wir einen Robin. Genau, ich warte hier auf Batman. Wir werden wieder abholen, aber. Ach wirklich? Wieso wartest du auf so eine Flasche? Nun ja, ich bin noch nicht volljährig und Batman ist mein Erwachsener. Batman hat mich erschaffen. Davon weiß ich nichts. Ich hätte eigentlich Robin sein sollen, aber er hat mich abgewiesen. Das ist wohl nicht gut genug. Ich bin besser als Batman. Niemals. Und ich stehe heimlich auf Catwoman. Und übersehbar. Ich bin Catstrike. Respektiert mich! Was? Im Arkham Asylum, da ist deine Zelle für dich frei. Ich habe 10-mal mehr den Joker verhaftet als Batman selbst. Das ist lächerlich. Hä? Das ist lächerlich. Okay, er hat mir ein Muffin angeboten, damit ich ihn verhafte, damit er ausbrechen kann. Oh. Scheiße. Jetzt will ich mich mal auf die Tatzenpfoten hier machen, bevor Batman kommt. Und ich auch noch sagen, was Seile sperren. Okay, ich verpiss mich hier. Ciao. Oh mein Gott, Joker. Krieg ich ein Autogramm? Mit Blut? Ach nee, das hatten wir doch schon letztes Mal. Okay, da ist was dran. Okay, gerade noch etwas rumgelaufen. Ein paar funny Interviews gemacht gehabt mit Deadpool, Joker etc. Und ja, irgendwie ist es wirklich klein. Also hier Raven mal wieder und ja, es
ist schon ein bisschen klein, also kaum was los. Ich habe gerade auch schon einen Pinguin angesprochen, so ein bisschen witzig sein wollte ich. Was ist, der Typ hat mich eiskalt ignoriert, aber okay. Nicht jeder ist halt so kontaktfreudig wie manche andere Cosplayer. Es gibt halt die und die, aber okay. Und außerdem, der weiß auch nicht, wer ich bin, weil die Maske kennen jetzt nicht so viele von mir. Also allgemein den Charakter Cat Strike. Und ja, deswegen, ja, alles klar, ich schaff da mal weiter. Da ist auch schon so eine Fotoecke, da kann man Fotos machen, alles. Und ja, ich glaube, heute werde ich keine Fotos von Cosplayern machen, sondern eher auf der Dokumi nächste Woche. Der Vlog wird dann so nächste Woche Mittwoch kommen, also genau eine Woche später. Und ja, oh, hier sind auch schon einige Cosplayer, die fotografiert werden wollen und alles. Deswegen, ja, ich melde mich gleich nochmal wieder. Ich lege mir jetzt erstmal eine kleine Pinkelpause ein und bis nachher. Und dann ist wieder Cat Strike für euch da. Und hier ist ein Darth Vader. Und hast du Luke schon gefunden? Ich habe Luke noch nicht gefunden. Wenn ich ihn sehe, sage Bescheid. Ciao.